Bernhard Temesl von der FPÖ ist nun an Bord. Danke, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auch zu Hause. Ja, das war jetzt schon interessant, was der Herr Kollege Strasser gesagt hat. Der Herr Kollege Strasser hat die Volksabstimmung in Großbritannien angesprochen und er akzeptiert die Entscheidung. Aber durch die Blume hat man rausgehört, dass er die Bevölkerung für zu dumm haltet, die Entscheidung zu treffen. Das Interessante ist, die ÖVP-Mandatare und die Liste Kurz, gewählt wollen sie von der Bevölkerung werden. Auf der anderen Seite halten sie sie aber für dumm, solche Entscheidungen zu treffen. Und Herr Kollege Schäder, niemand von uns hat jemals behauptet, dass wir gegen Freihandel auftreten. Es geht einzig und allein um die Art und Weise, wie dieses CETA-Abkommen zustande gekommen ist. Und wissen Sie, Herr Kollege Schäder, ich weiß nicht, ob Sie das für gut finden, wenn 1500 Seiten eines CETA-Abkommens so lange geheim gehalten werden, bis sie dann im August 2014 geleakt wurden, sonst wüssten Sie heute noch nicht, was drinsteht. Und genau gegen diese Vorgangsweise wehren wir uns. Und das Interessante ist, dass die direkte Demokratie hier so gut wie nicht angesprochen wurde, wenn man mal den Herrn Kollege Strasser ausnimmt, aber von der Regierungspartei, vom Herrn Bundeskanzler auch nicht. Und wissen Sie, in der Schweiz, da funktioniert die direkte Demokratie, und der Herr Scherak hat es auch erwähnt, dass in der Schweiz die Information der Bevölkerung sehr ausführlich stattfindet, sowohl pro als auch contra. Ja, Herr Kollege Scherak, wer hindert uns denn daran, in Österreich die Bevölkerung nicht auch ausreichend zu informieren? Oder halten Sie wirklich die österreichische Bevölkerung für so dumm oder dümmer als die Schweizer sind, wenn Sie hier solche Wortmeldungen von sich geben? Das verstehe ich nicht. Glauben Sie, dass irgendjemand daran gedacht hätte, dass eine Volksabstimmung in der Schweiz, wo es darum gegangen ist, den Urlaub wöchentlich auszudehnen auf 6 Wochen, da hätte doch nie und nimmer jemand in Österreich, speziell von den Sozialdemokraten, gedacht, dass man hier diese Volksabstimmung ablehnt. Das wurde mit 60% abgelehnt, weil die Bevölkerung verstanden hat, dass Arbeitsplätze, dass das eigene Einkommen eben wichtiger ist als zusätzliche Sozialleistungen, die man sich nicht leisten kann. Und darum geht es in der direkten Demokratie, dass man die Bevölkerung über für und wider aufklärt. Und ich bin überzeugt, dass in Österreich Volksabstimmungen auch nach gutem Wissen und Gewissen getroffen werden. Und noch einmal zurückzukommen auf die Engländer, wissen Sie, Herr Kollege Strasser, zu behaupten, Sie akzeptieren den Ausgang, verurteilen aber, dass die Bevölkerung so abgestimmt hat, das ist zweischneidig. Also das zeigt wieder ganz deutlich auf, was die ÖVP von solchen Dingen hält. Und ich weiß, dass wenn es um so ein umfangreiches Abkommen wie CETA geht, dann möchte ich schon im Detail wissen, warum das geht. Und der Herr Kollege Stefan hat es ja auch erwähnt, wie ist das abgelaufen bei TTIP? Wie haben Sie sich informiert? Kennen Sie das Abkommen? Kennen Sie das CETA-Abkommen, die 1500 Seiten? Und wenn das alles so toll und so ideal ist und so wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Österreich, dann frage ich mich, warum hat man versucht, 1500 Seiten eines Abkommens geheim zu halten? Haben Sie sich die Frage nicht auch einmal gestellt? Warum versucht man, 1500 Seiten eines Abkommens geheim zu halten? In einer Kommission, in einer europäischen Kommission, die demokratisch überhaupt nicht legitimiert ist, über solche Entscheidungen zu fällen. Und diese Frage müssen Sie sich einmal stellen. Und deswegen treten wir für die direkte Demokratie ein. Und an alle Zuseher, die heute auch per Fernseher zuschauen, wenn Sie jetzt gehört haben, wie die Regierungsparteien und auch die Neos, wie sie die Bevölkerung einschätzen und dass sie ihr nicht zutrauen, richtig abzustimmen, wenn sie bis dato noch keine Entscheidung getroffen haben, dann sage ich Ihnen, wählen Sie am 15. Oktober die Freiheitlichen, dann ist direkte Demokratie sichergestellt und Sie werden nicht für dumm verkauft.